Gameday-Spieltag beim TC Blau-Weiß 1899. Der Düsseldorfer HC war am vergangenen Samstag, am 6. Oktober, zu Gast in Berlin-Grunewald. Wir wissen, dass sie eine erfahrene Mannschaft sind, aber trotzdem eine Menge junger, talentierter Spieler haben. Die sind genauso im Zugzwang wie wir, deswegen wussten wir, dass es vielleicht kein schönes Spiel wird, aber ein enges Spiel, und wir sind froh, dass wir es für uns entscheiden konnten. Ein spannendes Spiel trifft es wohl eher und auch ein richtungsweisendes. Nach der letzten Niederlage der Blau-Weißen musste heute unbedingt ein Sieg her. Die Herren kämpften gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Düsseldorf um den vorletzten Platz in der Tabelle. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die Düsseldorfer besser im Spiel, machten mehr Druck und so auch das Führungstor in der 5. Spielminute. Doch schon wenig später kam dann der Konter von Blau-Weiß, der Ausgleich ganz wichtig in dieser Phase, in diesem entscheidenden Spiel durch Leon Schereiks 1:1. Der Ausgleichstreffer für Blau-Weiß. Die Düsseldorfer wirkten aber weiter strukturierter, engagierter, verpassten aber dennoch so manche Torchance. Bis zur Pause änderte sich nichts mehr im Spielergebnis. 1:1 der Halbzeitstand, zu dieser Phase eher glücklich für die Gastgeber. Wir wussten, dass es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Komm mal bitte. 6 Punkte. Ich meine, die sind Vorletzter, wir sind Letzter. Es geht heißer Kampf um Abstieg. Und wir wussten, dass es um Alles-oder-Nichts geht. Also, wir wussten, wenn es heute nicht läuft, dann wird es die ganze Saison richtig, richtig schwer noch werden. In der zweiten Halbzeit gingen die Berliner da mit viel mehr Feuer aufs Feld, mit viel mehr Esprit, viele Angriffe und eine gute Defense zeigten die Spieler von Blau-Weiß. Und in der 41. Minute war es dann endlich soweit, das entscheidende 2:1 durch Leo Mitalwels für die Herren von Blau-Weiß in Weiß. Wir haben viele Rückschläge einstecken müssen, und jetzt geht es einfach nach vorne gucken. Wir sind noch lange nicht durch, beziehungsweise wir sind noch gar nicht durch, wir sind immer noch Vorletzter. Wir müssen überall punkten, und ja, wir werden weiter hart arbeiten und versuchen natürlich überall Punkte zu holen, und gerade gegen solche Teams ist es ein absolutes Muss in Zukunft. Mit diesem wichtigen Sieg konnten sich die Herren vom TC Blau-Weiß den vorletzten Tabellenplatz ergattern. Und wenn sie so weiterspielen wie heute, wie diesmal gerade in der zweiten Halbzeit, dann kann es in den nächsten Wochen noch weiter nach oben gehen.